Hallo, hier ist mal wieder Exido, wo man doch sonst von mir Capcom gewohnt ist. Spiele ich heute mal was von Ubisoft Entertainment, ja. Und auf der PSP, wie man vielleicht schon im Titel gelesen hat, weil ich schreibe sowas immer in den Titel, deswegen braucht man nicht raten. Oh Leben, du tust viele Fallen in meinen Weg. Ich kapier's nicht mehr. Ich hab das nicht ganz verstanden, was der wollte, aber gut. Muss ja nicht jeder wissen. Ist zwar schade für euch jetzt, aber da sind meine Fähigkeiten zur Übersetzung nicht so ausgereicht, dass ich das so schnell machen könnte. So, press Startbutton. Mache ich. Tue ich doch. Geht doch. So, New Game. Ich darf meinen Namen eintippen. Hurra. Uah. Ich schreibe ja gern meinen Namen. Ja. Och, wie gern ich meinen Namen schreibe. Das glaubt ihr gar nicht so. Enter. Okay, Spielstand anlegen. Man sieht hier gerade, ich habe schon einen angelegt, aber da ist nichts drin. Also, überspeichern. Ja, ich habe nur mal geguckt, ob man das Spiel auch spielen sollte, Let's Playen sollte, und ich kam zu dem Entschluss, nee, eigentlich nicht. Aber ich mach's trotzdem, weil ich bin voller Hoffnung, dass das noch besser wird. Ich werde euch dann zeigen, was los ist. So, Subtitles, jupp. Sound Effects, Music, Voice. Environments, yup. Controls, was haben wir hier alles? Rollen, fallen, greifen. Helm, irgendwo hinführen. Ich weiß nicht, wer Helm ist, ehrlich gesagt. Accelerate, habe ich vorher noch nie was benutzen müssen. So, slow down, okay. Controls, Combat. Oh, hier gibt's Combat Controls. Die sind doch schon mal wichtiger. Ist egal, so, zurück. Und jetzt, Status, natürlich brauchen wir noch nicht. Und Tails ist irgendwas mit Zusatzmaterial bloß. Jetzt kommt eine Geschichte. Ich hoffe mit Untertitel. Habe ich ja. Ja! Habe ich eingestellt, deswegen. Ich werde es nicht übersetzen, ich werde es einfach durchlaufen lassen. Und danach sage ich, was ich mitgekriegt habe. Prophezeiung! Entschuldigung. Winter follows fall, and day turns to night. A lonely hero with the blood of kings. No mortal soul can withstand his might. This was the prophecy foretold to Aihut, mightiest of the fire spirits. Aihut sent his assassin to kill every man in the kingdom with royal blood. In hopes that he would prevent the prophecy. Übrigens, geiler Zeichenstil, oder? Echt Hammer. So. So teils gezeichnet und so schön. Ja, hier geht's um den Prinzen. A strange apparition appeared before me. Aber wie gesagt, ich werde das später erklären. Ich werde jetzt hier nur reinreden, weil weil ich sonst nichts zu tun habe. Und ich will nicht, dass ihr dieses Video ohne irgendwelche extra Kopierschutzmaßnahmen, nein, keine Ahnung, zu sehen bekommt. Nee, das kann ich nicht zulassen. Da würde mich Ubisoft bestimmt für verklagen, weil ich denen ihren Content vorstelle. Aber das ist nur die PSP-Version, die interessiert doch eh keinen. Ihr wollt doch alle die PS3-Version, die Wii-Version und die Xbox 360-Version? Und die PC-Version, die später kommt. Die wollt ihr doch alle. Und die PSP-Version ist doch eh scheiße. Nein, natürlich. Also, dieses Urteil will ich mir nicht erlauben. Deswegen macht's selber. Ich werde nur ab und zu sagen, was mir missfällt. So. Erstmal, die Grafik ist eigentlich ganz gut, finde ich. Who are you? Show yourself.
Wer bist du? Zeig dich. Da gibt's nicht viel zu zeigen. Nicht in dieser Welt. Was bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Und da als dafür gebe ich dir meine. Und ich kann für dich den... ich kann dir helfen, den zu finden, den du suchst. Den Feind, den der... Wie auch immer. Jedenfalls, jetzt muss er diesem Vieh vertrauen. So. So, jetzt hier. Oben rechts stand gerade Run. Links rechts, ganz einfach. So, jetzt erkläre ich erstmal, was los ist. Was hier die Story sein soll. Und zwar... da gab es so eine Prophezeiung. Und in dieser Prophezeiung hieß es, dass der sogenannte... Feuergeist Ai-Hud durch irgendwie jemanden mit von königlichem Geblüt umgebracht werden soll oder besiegt werden soll. Keine Ahnung. Jedenfalls dadurch hat dieser Ai-Hud alle erstmal, die von königlichem Geblüt waren, töten lassen. Abknallen geht nicht. Das ist nicht die Zeit dafür. Jedenfalls so, der Prinz hier sollte von seinem Vater versteckt werden und dann hat er aber auf einmal ein blaues Licht gesehen, ist dem gefolgt bis hierher und dieses blaue Licht hat sich entpuppt als Navi-Klon. Ja, Navi, wer das Vieh noch kennt von Zelda Ocarina of Time, war sehr nervig. Hoffentlich kommen hier nicht auch so eine Sprüche wie Listen, listen, hey, listen, listen, hey und so weiter. So, hier, ganz übel, Wallrun, guckt oben rechts, da Taste nach, in die ich will, und dann X. Also bisher musste ich noch nicht mehr als Richtungstasten und X drücken. So, und das hier muss ich, kann ich sammeln, das soll Elixier oder sowas sein, glaube ich. Muss ich mal gucken, steht irgendwo was? Nee, Upgrades, was sind das denn? Oh, Vital und Martial, was weiß ich. Upsa. So. Und erstmal runter. Ja, okay, nur ich muss noch die Kreistaste drücken, ist mir aufgefallen. Und jetzt muss ich nach oben drücken. Mann, ey, das wird immer... die Steuerung wird immer komplexer. Ich hoffe, das endet nicht damit, dass ich dann Tasten drücken muss, die auf dem System gar nicht verfügbar sind, wie bei gewissen anderen Spielen, die für die PSP umgesetzt wurden. Da war das ja mit der Steuerung etwas schwierig, weil es haben zwei Schultertasten gefehlt im Gegensatz zur PS2, 3, was weiß ich. Jedenfalls, hier ist das anscheinend nicht der Fall. Stattdessen haben sie erstmal alle möglichen Tasten eingespart. Ja, sehr, sehr, sehr scheiße finde ich das. Oh, ein Wirbelwind. Wenn du da rauf gehst, dann wird er dich nach oben tragen. Uhuhuhu. Machen wir doch mal. Wutsch. Und jetzt kann ich hier hochrennen. Oh, ist das einfach. Also, bisher... leichtes Spiel. Ich weiß nicht, wo da noch das... Ja, wo da noch irgendwie... Ah, nein. Schwierigkeit reinkommt. So, da lang. Dann werde ich das Ding auch noch holen. Und dann werde ich gucken, ob hier drüben noch was ist. Oh, da sind ganz viele von den Dingern. Die habe ich nämlich vorhin beim ersten Versuch nicht geholt, weil ich dachte, ich muss dort eh weiter und dann kann ich nach unten gehen. Aber ich musste nach unten, deswegen... Egal. Versteht eh keiner. Das ist es halt. Wenn man das Spiel nicht kennt, naja, dann vergisst man halt so ein paar Sachen zu suchen. Weil man nicht weiß, in welche Richtung man jetzt eigentlich muss. Apropos, welche Richtung man muss. Kann ich hier lang? Kann ich da lang? Oder muss ich... Moment, das haben wir gleich. Kann ich da unten wirklich hin? Ich muss es testen. Nein, kann ich nicht. Entschuldigung. Ich wusste es ehrlich nicht. Also von daher... das sah so aus. Ihr habt es auch gesehen. Naja, wie auch immer. Hier kann ich lang und hier kann ich runter und da kann ich auch runter. Das wusste ich schon. Hä? Ja. Ich weiß es ja eigentlich besser, Geistern und magischen Kreaturen zu trauen, aber naja, muss halt. So, wui, mein Navi fliegt runter. Ist das eine Tür? Na, so ähnlich. Das ist ein Portal zu einer anderen Welt, meiner Welt. So, dann wird... Ach, warte mal. Also, er wird dann wiedergeholt, wenn ihm was passiert.
Unsterblichkeit kommt doch immer mit einem Preis. Das ist keine Unsterblichkeit, nur eine zweite Chance. Okay. Dann mal los. Dann gucken wir mal. Wall Run. Also trotzdem, von der Steuerung her nicht sonderlich schwierig bisher. Ich hoffe, das Kampfsystem wird dann besser sein. Und hopp und runter. Und hopp. Hopp, genau. Hier, mit der Kreistaste kann man übrigens dann auch noch rollen, wenn man will. Muss man jetzt aber nicht zeigen, weil geht nicht. So, upsa. Das Ding wollte ich haben. Muss ich haben. Nein, muss ich nicht haben, aber angeblich soll es einem was bringen, dieses Elixierzeug. Vielleicht kann man es ausgeben für irgendwas oder so. Weiß ich nicht. Und hoch. Und hoch. Und hoch.